Hi, ich bin Martin Fischer und ich zeige euch heute, wie man einen Zungenbrecher-Beat im Stil von Bodo Wartke macht. Es wäre natürlich jetzt witzlos, wenn ich den alleine machen würde und deswegen ist er selbst heute hier. Hier ist Bodo Wartke. Guten Tag. Ihr kennt wahrscheinlich den dicken Dachdecker. Gib noch mal kurz. Der dicke Dachdecker deckt das Dach nicht, mein Dach, nein, das Nachbardach. Davon wurde ich heute früh schon um 8 Uhr wach. Ich hätte nie gedacht, wie viel Krach das macht. Bodo macht da eigentlich Klavierkabarett, aber du bist ja jetzt mit den Zungenbrechern so ein bisschen durch die Decke geschossen. Anscheinend, ja, vor allem mit dem dicken Dachdecker. Und wenn ihr den noch nicht kennt, dann gibt's in der Videobeschreibung einen Link zu Bodos sämtlichen Social-Media-Kanälen. Da könnt ihr euch den ganzen Rums mal anschauen. Und wie gesagt, Bodo ist eigentlich Live-Musiker und Klavierkabarettist. Und wenn ihr ihn mal live erleben wollt, was ich dringend empfehle, dann geht auch in die Videobeschreibung. Dort ist, ich wollte sagen, dort ist seine Homepage mit allen Tourterminen und live und so und überhaupt. Und jetzt bauen wir ein Beat. Womit starten wir? Womit startest du für gewöhnlich? Also, naja, erstmal skandiere ich den Text. Also guck eben, wo sind die Einsen, wie kann man das rhythmisieren? Mhm. Der Text gibt dadurch im Grunde schon ein bisschen das rhythmische Gerüst vor. Okay. Wenn ich ihn selber vertone am Klavier, gucke ich dann halt, welchen Sprachfluss, welchen Melodiefluss haben die Worte eh schon und wie kann ich das dann Akkorde untermalen? Also ich versuche dem Text, die Melodie, die Musik abzulauschen, die eben eh schon innewohnt. Oha! Mhm. Könnte es vielleicht sein, dass du, das habe ich schon mal so von dir irgendwo gehört. Kann sein, dass ich das schon mal gesagt habe. Ist auch ein guter Satz. Sollen wir sagen, um welchen Zungenbrecher es geht vielleicht vorher? Barbaras Rhabarbaba. Es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen, die hieß Barbara. Müsste es nicht das heißen? Das hieß das Mädchen? Ja, das stimmt. Ja, eigentlich ist es richtig, aber ja. Mädchen zu verdinglichen, finde ich schwierig. Ich finde es wirklich besser, wenn wir da grammatisch und... Vollkommen richtig. Weil immer wenn ich Grammatikfehler drin habe, sagt auch früher oder später einer Bescheid. Ja. Herr Wartke, Sie haben noch den Deutschen Sprachpreis gewonnen, also da müssen Sie aber so... Vielleicht nicht ganz so schnell. Boah, kann mir die Klimaanlage nochmal anmachen? Das wird so ein bisschen Eminem-mäßig auch. Ja, geil. Da kriege ich gerade eher die Vibes. Also ich würde da später dann auch noch so von Zeile zu Zeile variieren, je nachdem, was da Rhythmus stattfindet. Aber ja, das genau. Ist jetzt erstmal der Grundgroove, der Grundgroove. Und da kommt jetzt noch eine wunderbare Lindrum drauf. Jetzt das Kinderlied. Also du legst das quasi nochmal drüber, oder wie? Genau. Boah. Jetzt bauen wir dazu einen Bass. Ich würde ja sagen... Das ist wirklich... Fließt der, ne? Fließt der, ne? Ja. Nee, aber irgendwie so... Jetzt nehmen wir schön einen doofen Sound da drüber. Der müsste eigentlich aus Omnisphere kommen. Findest du Orgeln gut? So ein bisschen rumorgeln? Ja, rumorgeln. Aus der Omnisphere. Wohnt ein Omnisphere oder wohnt der woanders? Gott. Yeah. Überraschungsei. Ja. Haben wir jetzt ja hier S über B. Und hinten ist dann S über F als Sus-Akkord. Das ist so schön. Ich würde die Orgel gerne etwas später einsetzen lassen dann. Da eher so ein Klavier, aber eins, was so richtig schön doof klingt. Also das heißt, die Orgel ersetzt das Klavier später. Nicht ersetzt, sie kommt dazu und reichert das an. Ich kopiere das einfach mal hier runter auf die Spur. Ja. Yeah. Das Klavier soll auch ein bisschen kurz noch sein, damit die Orgel das dann länger macht. So. Ja, ja. Wenn wir es in die Lücken rein, ne? Irgendwie so eine, wie so Call and Response, so. Ja, hast du da was? Da habe ich einen Prophet. Du weißt doch, wenn der Prophet nicht zum Mountain kommt. Ist der Mountain zur Non-Profit-Organisation kommen. Herbie Hancock wäre stolz auf diesen Sound. Yeah. Der ist schön. Der macht die Lücken schön dicht. Bisschen Raum geben. Nicht zu viel. Bei den Zungenbrechern gibt es ja eigentlich nicht so was wie ein Refrain, sondern das ist ja praktisch wie durchkomponiert, ne? Meistens, ja. Also es gibt einige, die haben ein Refrain, aber eigentlich sind die so stringent, dass ein Refrain halt die Struktur unterbrechen würde. So, also aus dramaturgischen Gründen ist da kein Refrain. Und auch wegen der Kürze der Songs. Da könnte doch dann so eine andere Tonart... Mediantisch hochschiften. Drei Halbtöne? Ja, Mann.
Yeah. Ah, yes, yes. Und das gleiche mit der Orgel. Das ist ja dann eigentlich der ganze Zirkus. Aber wir haben ja noch hier hinten die drei Barbaren und der Bartbarbier. Na, das ist kein Refrain-Charakter, aber es wird gesungen. Das ist ja noch so ein Add-on. Also wäre es vielleicht... Und wir sind vor allem in Dur. Also es beginnt ja in Moll, aber wir müssen nach Dur. Bleiben wir doch in B. Okay, dann nehme ich einfach den ganzen Klumpatsch hier und mach den aufs doppelte Tempo. Vielleicht nicht ganz so doof. Achso, hier die Hi-Hat, die kann doch so lang bleiben. Ich mach mal diese Kicks hier nach da drüben und dann. Genau, und jetzt machen wir darüber so Swing. Wie diese geschaffelten Motown-Dinger, so I need love. Stimmt. Und der Bart-Bar-Bier. Und der Bart-Bar-Bier, da machen wir drei Keks drauf. Und jetzt würde ich darauf erstmal so ein Klavier machen, vielleicht irgendwie so ein... So, tap, tap, tap. Okay. Oder kriegst du da einen Boogie drauf? Oh, in B-Dur. Mal ausprobieren, weiß ich nicht. Na denn? Na denn, NDR. In dem Tempo! Um Gottes Willen! Kannst du das langsamer aufnehmen? Ich kann es langsamer aufnehmen. Nicht ganz so langsam, ne? So. Na, doch, doch. Du kannst natürlich auch hier an dem richtigen Klavier das machen, was auch sich anfühlt wie ein Klavier. Mm. Das werden deine Finger wahrscheinlich eher kennen. Das ist das richtige Tempo. Das ist das eigentliche Tempo. Das können wir probieren. Mach mal. Okay. Ach so, nein, hier rechte Hand. Wie rechte Hand? Ja, linke haben wir doch schon. Was würdest du da machen? Ja. Oh, jetzt wäre eigentlich noch, warte mal. Yeah. Jetzt machen wir mal eben die Orgel. Praktisch nur auf 2 und 4 immer. Ich mach mir da mal ganz kurz eine Gitarre, hör mal. Another one Stratocaster. Yeah. Rockabilly. Was machst du da mit deinen Fingern? Das ist ja fürchterlich. Ah, das ist ja fürchterlich. Das sind alle unsere Bausteine. Das arrangiere ich jetzt noch wunderbar mit dir zusammen auf den Gesang drauf. Und dann haben wir Rhabarber Barbara als neuen Zungenbrecher von Bodo Wartke. Das wird ein Welthit. Es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abartig guten Rhabarberkuchen bekannt. Ja, man konnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne Wenn und Aber gar eine geradezu magische Erfahrung war. Abracadabra. Ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch und die Nachfrage danach erstarkte drastisch. Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbaras Rhabarberbar. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbaras Rhabarberbar erfahren. Und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rhabarberbarbaren. In den Folgejahren ließen die Barbaren nach und nach ihr barbarisches Gebaren fahren. Sie waren, behauptete Barbara, fast noch sympathischer als Barbapapa. Aber die Barbaren waren stark behaart und hatten alle einen struppigen Barbarenbart. Gar nicht apart. Daraufhin schickte Barbara ihre Barbarenfreunde zum Barbarenbartbarbier. Der frisierte den Barbaren sogar den ganzen Kopf mit seinem Barbarenbartbarbier-Barbershop. Er war zwar ein fürchterlicher Laberkopf, aber der Bart war danach total tipptopp. Manchmal laden die Barbaren ihren Bartbarbier fein nach getaner Arbeit noch in die Rhabarberbar ein. Da trinken sie dann gemeinsam an der Bar noch ein Bier, die Rhabarberbarbaren und der Bartbarbier. Und essen dazu bar jeder Barbarei ein Stück Rhabarberkuchen. Oder zwei. Ja, da wären sogar ganz harte Männer naber. Und das alles dank Barbaras Rhabarber. Drei Barbaren und der Bartbarbier saßen eines Abends in der Bar bei einem Bier. Da kam die Polizei, ja, wo wart denn ihr? Drei Barbaren und der Bartbarbier. Vielen Dank fürs Dabeisein, das war Bodo Wartke. Und Marty Fischer, meine Damen und Herren. Dankeschön. Alle weiteren Infos zu Bodo und seinen Zungenbrechern, seinem Live-Tournee-Plan. So. Findet ihr in der Videobeschreibung. Klickt auf diese Links und erfreut euch an der Kunst von Bodo Wartke. Abonniert meinen Channel, liked das Video und schreibt in die Kommentare, ob wir vielleicht nochmal irgendwelche Schlechtigkeiten zusammen planen sollten.